Die blaue Blume muss mit der Hand gepflückt werden. Yeah, it's good for salad. So it tastes like a pea. Helianti Hillmann ist Anwältin und kennt die Blumen und Pflanzen Indonesiens wie kaum eine andere. Das Wissen über die reichhaltige Biodiversität und ihre Wirkung möchte sie erhalten. Ich bin auf einer Kaffeeplantage aufgewachsen, ganz oben in den Bergen, weit weg von allem. Meine Mutter musste unsere Nahrungsmittel selbst anbauen. Damals habe ich viel über traditionellen Anbau gelernt, aber später als Anwältin, da ist man natürlich weit weg davon. Aber ich liebe es zu reisen und zu kochen. Als ich dann erstmals die indigenen Bauern kennenlernte, erinnerte ich mich an meine Kindheit und dachte, dass ich dieses Wissen wiederbeleben möchte. In Widerbekasi, etwa 30 Kilometer von der indonesischen Hauptstadt entfernt, liegt der landwirtschaftliche Modellbetrieb, den Helianti Hillmann gegründet hat. Bereits als Anwältin setzte sie sich für die Rechte der indonesischen Bauern ein. Im Modellbetrieb erhalten junge Indonesier eine landwirtschaftliche Ausbildung. Hier lernen sie die Kultivierung von Pflanzen, die seit Jahrhunderten die indonesische Küche bereichern. Ich mache mir ernsthaft Sorgen über die jetzige Situation, über das Überdüngen. Deswegen möchte ich organische Landwirtschaft lernen. Indonesien hat die große Chance, naturverbunden anzubauen und nicht industriell, um auch den Lebensstil zu verbessern und damit die Gesundheit. Mein Traum ist es, so etwas wie hier dann bei mir zu Hause aufzubauen und damit meine Geschwister zu ernähren und ihre schulische Ausbildung zu finanzieren. Neben der Praxis gibt es auch Theorieunterricht. Betriebswirtschaft und Marketing gehören dazu. Jeder soll später wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen können. Die Arbeit in der Landwirtschaft ist für viele Indonesier heute nicht mehr attraktiv. Der Verdienst ist zu gering, die soziale Anerkennung auch und der Direktverkauf oft mühselig. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta hält Helianti Hillmann dagegen. Dort betreibt sie mit ihrem Unternehmen Jafara ein eigenes Geschäft, in dem nur Produkte von indigenen Bauern verkauft werden. Über 50.000 Landwirte gehören zu ihrem Netzwerk. Die Städter können Seminare besuchen und zum Beispiel lernen, wie traditioneller Kaffeeanbau funktioniert. Die Situation ist sehr kritisch. Jedes Jahr verlieren wir 500.000 bis 1 Million Bauern, die ihren Beruf aufgeben. Und bereits jetzt sind ungefähr 70% aller Landwirte über 55 Jahre. Da müssen wir Stolz und Ehre in diesen Beruf zurückbringen, indem wir die Produkte und Marken stärken und den Bauern ermöglichen, Neues zu schaffen und damit eine Existenzgrundlage zu haben. In der Küche des Ladens mit Kaffee werden traditionelle Gerichte zubereitet und Jungköche ausgebildet. Der Direktverkauf sichert viele landwirtschaftliche Existenzen in Indonesien. Durch den Verzicht auf Zwischenhändler verdienen die Bauern mehr als üblich. Soziales Engagement ist Teil von Helianti Hillmanns unternehmerischer Philosophie. Wir waren das erste Unternehmen, das die Bauern versichert hat. Besonders für die Kokosnussbauern ist das sehr wichtig, denn jeden Tag klettern sie 40 bis 50 Kokospalmen hoch. Wenn es regnet, ist es sehr rutschig. Das ist ein großes Risiko. Deshalb war es für uns nur fair und selbstverständlich, eine Unfallversicherung für die Landwirte abzuschließen. Fünfundachtzig Mitarbeiter hat ihr Sozialunternehmen heute bereits. Helianti Hillmann ist oft auch selbst unterwegs auf den vielen tausend Inseln Indonesiens, um die Bauern zu schulen. Dabei spielen auch soziale Medien eine Rolle. Eine Geschichte zu erzählen, ist Teil unseres Trainings für ländliche Unternehmen. Wir unterrichten auch, wie man Lebensmittel richtig fotografiert.
sie auf Instagram stellt oder in Social Media Kanäle. Damit schaffen wir für sie neue, moderne Kommunikationsmethoden. Kokossirup und Reisküchlein. Sie liebt traditionelle indonesische Produkte und vertraut darauf, dass es immer mehr Menschen ebenso geht.